Ja, hallöchen, ihr lieben Freunde der Ben stellt vor Unterhaltung. Ja, jetzt ist es endlich mal wieder soweit. Diesmal kein Special. Diesmal geht es richtig weiter mit den Ben stellt vor Videos. Wieder mit 3 Let's Playern plus einer kleinen Spezialempfehlung von mir. Geht es heute weiter. Vorab möchte ich noch sagen, weil ich wurde ziemlich viel, ja, zugespammt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja gut, zugespammt war es nicht, aber ich wurde ziemlich oft gefragt, ja, wann ist es endlich soweit, bliblablub. Ich sag's nochmal, ich weiß, ich kann euch die Frage nie beantworten, wann es soweit ist, da ich auch immer ein bisschen Zeit vergehen lassen will zwischen 2 Ben stellt vor Videos und, weil ich auch nicht genau weiß, wann ich immer Zeit habe, weil ich mache ja nicht nur die Ben stellt vor Videos, ich mache ja auch noch meine Let's Plays, mache ich ja auch noch, dann will ich für mein 2-Jahres Let's Player Special vielleicht auch noch ein bisschen was machen, wo ich immer noch nicht angefangen habe, was ich eigentlich mal machen sollte. Und ja, aber auf jeden Fall, wenn ihr euch beworben habt und ich habe euch geantwortet, habe irgendwie gesagt, ja, eure Bewerbung ist bei mir eingegangen, bliblablub. Seid ihr auf jeden Fall dabei, da müsst ihr auch nicht noch mal irgendwie nachfragen, ihr seid auf jeden Fall dabei. Es kann nur manchmal ein bisschen dauern, weil ich zwischen euch und jetzt immer noch ein paar andere Let's Player habe, die auch gerne vorgestellt werden möchten. Aber ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Also, Fragen müsst ihr nicht, ihr seid auf jeden Fall dabei. Gut, so viel dazu. Wir kommen direkt auch zum ersten Kandidaten, zum SesronLP. Ich glaube, so war der Name, SesronLP. Ja, der SesronLP ist mal wieder so ein von mir heiß geliebter Autoplay-Kandidat. Eigentlich sollte ich das mit dem Autoplay mal aufnehmen und immer, wenn irgendein Let's Player Autoplay hat, einfach die Tonspur reinschmeißen. Aber ich werde es jetzt einfach nochmal neu erklären, dass ich vollends gegen das Autoplay bin, weil mit dem Autoplay drängst du einfach deinen Zuschauern oder den Leuten, die auf deinen Kanal kommen, drängst du sozusagen das LP, was da gerade läuft, drängst du den Leuten auf. Und das macht bei mir zumindest schon mal einen recht schlechten Eindruck, wenn ich da gleich so ein LP vorgesetzt bekomme und ja. Eigentlich bin ich doch nicht wegen dem LP Zelda Twilight Princess auf deinem Kanal gekommen. Eigentlich bin ich wegen dem LP Super Mario Sunshine auf deinen Kanal gekommen. Oder halt umgedreht. Und wenn ich das gleich draufgeknallt kriege, gleich ein LP, was mich gar nicht interessiert, macht das schon mal einen schlechten Eindruck. Und ich schaue mir auch immer von den Let's Playern, die ich vorstelle, so 2, 3 Parts an. Frosch im Hals. Und ja, da schaut... Da schaue ich mir 1 bis 2 Parts an. Ich schaue auch auf die Videobeschreibung, ob sie eine Videobeschreibung haben und wie sie die Videobeschreibung geschrieben haben. Und da muss ich natürlich auch immer zwischen den Kanälen und dem Video dann immer hin und her switchen. Und es ging mir sowas von dermaßen bei dir auf die Nerven, dass immer wieder dieses Video von Twilight Princess gestartet hat. Das ging mir sowas von dermaßen auf die Nerven. Ja, also, du siehst, ich bin vollends gegen Autoplay, weil es einfach mir ein Let's Play aufdrückt. Und außerdem verfälscht es die Aufrufe. Irgendwann sitzt du da, ja, ich habe 33 Abonnenten, 175 Aufrufe. Sollte ich da nicht eigentlich mehr Abonnenten haben? Also es verfälscht ganz schön die Aufrufe und ich habe da eigentlich... Ja, ich möchte eigentlich wissen, von wie vielen Leuten mein Let's Play geschaut wird, damit ich auch schauen kann, ob es sich lohnt, das Let's Play weiterzuschauen. Wenn ich sehe, dass das Let's Play bei jedem Part nur 3 bis 4 Aufrufe hat, dann entscheide ich mich doch eher dafür, dann das Let's Play abzubrechen, weil... Ja... interessiert eh keinen, bis auf 3 bis 4 Leute und es geht hier um die Masse. Es ist einfach so, es geht einfach um die Masse. Man will die Masse unterhalten und nicht nur 3, 4 Leute. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ich denke mal, das wird bei fast jedem anderen Let's Player auch so sein, weil er halt will, dass sehr viele Leute seine Videos schauen. Ansonsten würden wir alle nicht auf YouTube hochladen. Und das verfälscht ganz schön die Aufrufe. Du kannst einfach nicht einschätzen, kommt das Let's Play gut an? Kann ich es weiterführen? Oder kommt es scheiße an? Breche ich es lieber ab? Das ist auch sehr wichtig bei den Minecraft-Let's Plays, Weil das Minecraft, Sims 2 und hast du nicht gesehen, Sims 3 vielleicht noch, die sind ja in der Regel Endlosprojekte. Die spielen wir Let's Player so lange, bis wir keinen Bock mehr drauf haben oder die Zuschauer keinen Bock mehr drauf haben. Nur wann willst du durch das Autoplay wissen, wann deine Zuschauer keinen Bock mehr auf das Projekt haben? Und das ist halt so eine negative Eigenschaft von Autoplay. Nicht nur, dass du deinen Zuschauern irgendeinen Part aufdrückst, weil den die vielleicht gar nicht sehen wollen. Auch du kannst dich einschätzen. Kommt das Let's Play gut an bei meinen Zuschauern? Hat es viele Aufrufe oder kommt es scheiße an? Das kannst du mit Autoplay nicht einschätzen. Und ehrlich gesagt, ich persönlich kann Autoplay auch nichts Positives abverlangen. Ich meine, wenn irgendeiner von euch jetzt Autoplay was Positives abverlangen kann, kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich persönlich kann Autoplay jetzt gerade nichts Positives abverlangen. Gut, so viel zum Autoplay. Also lass es drin oder mach's raus. Ich zwinge hier zu niemanden was. Ich zwinge auch niemanden, meine Analyse ernst zu nehmen. Was ihr mit meiner Analyse macht, ist vollends euer Ding. Ich sag nur meine Meinung dazu und analysiere für euch den Kanal. Ob ihr meine Analyse annimmt oder nicht, eure Sache. Gut, dann wollte ich noch was zu COD sagen, zu Call of Duty. Da muss ich sagen, da ist der Ingame-Sound ziemlich leise. Ich hätte hier vielleicht noch meine tollen Notizen hinschreiben sollen, dass der Ingame-Sound ein bisschen zu leise ist. Aber ich finde den Ingame-Sound vollends zu leise bei COD. Also man versteht die Leute gar nicht. Und es ist wichtig, dass eure Stimme im Vordergrund ist. Keine Frage. Beim Let's Playen sollte die eigene Stimme immer im Vordergrund sein. Aber der Ingame-Sound sollte auch noch zu verstehen sein. Also wenn die Leute da irgendwas quatschen, sei es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch, ist mir egal, welche Sprache die sprechen. Man will es als Zuschauer verstehen. Also ich möchte es als Zuschauer, will ich hören, wenn die sich da unterhalten. Auch wenn da Untertitel dabei ist, trotzdem möchte ich es verstehen, was die quatschen. Weil manche Leute, die sind auch einfach zu faul, den Untertitel zu lesen. Wo ich mich ganz ehrlich auch dafür ausspreche. Also ich mag auch so Let's Plays wie Red Dead Redemption oder GTA nicht so wirklich, weil da muss ich lesen. Ich kann zwar Englisch, aber so gut dann auch wieder nicht. Und da muss ich lesen und ja, ich bin lesefaul, ich gebe es zu. Und auf jeden Fall, viele haben dann halt keinen Bock zu lesen und deshalb gegebenenfalls den Ingame-Sound ein bisschen lauter stellen, damit man da auch was von versteht. Dann habe ich mir natürlich auch noch Minecraft reingezogen. Macht ja fast jeder und ist auch ein ganz gutes Anfangsprojekt. Er hat Minecraft erklärt. Kann man machen, muss aber nicht sein, weil wer kennt Minecraft nicht von der, in der Game-Szene? Jeder weiß, was Minecraft ist. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht geguckt, ob es dein allererstes Let's Play war. Falls es dein allererstes Let's Play war, war es gut, dass du das gemacht hast, weil so konnte man, hatte man was zum Erzählen. Also für die neuen Let's Player auch immer sehr gut. Das Spiel erklären ist auch scheißegal, ob das schon 50.000 Mal erklärt wurde oder ob das jeder in der Gamer-Szene kennt. Ist egal, ihr könnt es erklären, ihr habt was zum Erzählen und könnt auch ein bisschen so das Gefühl für das Commentary kriegen. Was mir dann auch gleich bei Minecraft aufgefallen ist, das Commentary war für den Anfang nicht schlecht, aber es war auch noch ausbaufähig. Also es war schon für den Anfang nicht schlecht, aber auch ausbaufähig. Allerdings bei Zelda Twilight Princess ist das Commentary schon wesentlich besser. Auch wenn ich bei dir einige Probleme hatte, mal einen Part zu finden, wo du alleine bist, weil du ja die ganze Zeit oder fast immer nur mit Double Alone LP machst, die ich euch auch noch gleich vorstellen werde. Ja, ich analysiere nicht so gerne Let's Play Parts mit Gästen, da möchte ich doch dann lieber den Let's Player alleine haben, um wirklich zu schauen, wie das Commentary ist, weil bei den Gästen, da kann man das Commentary immer noch so ein bisschen verschleiern, weil man hat dann jemanden, mit dem man sich unterhalten kann und ja, da kann man es halt noch so ein bisschen verschleiern, ob man jetzt gut drauf hat oder nicht. Also wenn man das Commentary schon irgendwann gut drauf haben will, sollte man schon Let's Play Parts auch alleine machen, weil wenn man einen Gast hat, dann hat man eigentlich immer was zum Erzählen. Aber wenn man irgendwann mal das Commentary halbwegs gut drauf haben will, dann sollte man schon ein paar Parts alleine machen. Und aber hier im Zelda Twilight Princess war es eigentlich ganz gut, nur wie gesagt, Parts mit Gästen, die analysiere ich nicht ganz so gerne. Ja, dann hat er mir noch geschrieben, ob ich ihm helfen kann beim Grabber. Ich weiß gar nicht mehr, was er mir da geschrieben hat. Ich habe mir jetzt gerade nur notiert, Grabberhilfe. Ben, du solltest mal mehr aufschreiben, nicht so schreibfaul sein. Aber auf jeden Fall, ich glaube, hier ging es ums Grabber-Programm. Kann ich dir mein Tutorial, wie wird man ein Let's Player, ans Herz legen? Da erkläre ich mal mein Grabber-Programm, was ich benutze. Und einfach auf meinen Kanal gehen und dann sieht man schon rechts bei den ganzen Verlinkungen, wie wird man ein Let's Player, sieht man dann schon, dass da das Video verlinkt ist. Gut, dann der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil er hat mir geschrieben, dass er am Tag 1 bis 2 Videos oder mehr hochlädt. Da muss ich sagen, du hast 33 Abonnenten, deshalb am Tag ein Video, maximal 2. Ich mache das auch nicht anders, obwohl ich schon über 400 habe. Liegt ganz einfach daran, dass der Zuschauerkreis nicht ganz so groß ist und wenn man da am Tag 3, 4 Videos hochlädt, dann lohnt das nicht. Das ist so ein typischer Anfängerfehler. Die Anfänger wollen immer ganz viele Parts hochladen. Aber die Anfänger müssen sich auch im Klaren werden, dass sie noch nicht so viele Zuschauer haben und dass da jeder Part wahrscheinlich nicht gesehen wird. Wenn das jetzt einer wie Gronkh macht mit seinen über 400.000 Zuschauern, ist das okay, dass der am Tag 3 Videos hochlädt von 3 verschiedenen Projekten, weil wenn er am einen Tag mal Minecraft nicht hochlädt, dann hat er gleich 700 oder 800 Leute, die rumheulen, wo bleibt denn Minecraft? Wenn er mal an einem Tag das Edna bricht aus Let's Play nicht hochlädt, dann hat er gleich 400 Nachrichten. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich niemals so groß werden will wie Gronkh, weil das ist einfach viel zu viel Stress und das würde ich eigentlich auch gar nicht auf die Reihe kriegen, so viel aufzunehmen, dass ich jedes Projekt, von jedem Projekt am Tag ein Video hochladen könnte. Also so viel könnte ich gar nicht aufnehmen. Und deshalb möchte ich gar nicht so viele Zuschauer haben wie Gronkh. Das ist viel zu stressig und die ganzen neuen Let's Player wollen auch immer ganz viele Zuschauer haben, am besten mehr als Gronkh, aber die wissen meistens auch überhaupt nicht, was da eigentlich für Stress dahinter steckt. Also, was da für Arbeit dahinter steckt. Weil Gronkh, der muss die Spiele nicht nur spielen, um die dann hochzuladen. Da gehört auch noch das Schneiden und alles dazu und das Rendern, was sehr viel Arbeit macht, und damit man ja jeden Tag von jedem Projekt ein Paar hochladen kann, das ist dann schon. Deshalb sollte man sich überlegen, ob man sich mit einem kleinen Zuschauerkreis zufrieden geben möchte oder einen riesengroßen haben will wie Gronkh, ob das mit dem Real-Life-Technischen vereinbar ist. Ja, damit habe ich eigentlich zu SesronLP, sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich entschuldige mich für falsch ausgesprochene Namen. Habe ich damit abgeschlossen, also ihr könnt gerne mal reinschauen. An sich gut, nur ich mag dieses Betteln nicht. Ich bin ein ganz großer Gegner vom Betteln. So komische Einblendungen wie: hier könnt ihr den Kanal abonnieren oder ihr könnt auch einen Daumen hoch geben. Oder das in die nicht in die Kanalbeschreibung, die Videobeschreibung schreiben. Ich bin da ein Feind von diesen Battle-Line. Gibt natürlich auch Leute, die stört das nicht, aber ich mag's nicht so. Nee, überhaupt nicht. Aber gut, ist eure Sache. Also ich mach's nicht, ich battle nicht irgendwie, dass das Video weiter verbreitet wird. Außer bei diesen Ben stellt vor Sachen, aber da ist es weniger wegen mir. Das ist eher wegen euch, damit das noch mehr Leute erreicht, die dann von mir analysiert werden können. Gut, damit hätten wir SesronLP jetzt wirklich abgeschlossen und ihr könnt mal reinschauen, erst 33 Abonnenten. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange er schon dabei ist. Aber ich glaube noch gar nicht so lange. Ich glaube, das hat er mir auch geschrieben. Ben, hast du wieder toll gelesen. Aber ihr könnt gerne mal reingucken. 33 Abonnenten. Gegebenenfalls abonnieren, falls er euch gefällt. Und ja, dann schwingen wir auch gleich mal rüber zum nächsten Kandidaten. Ja, Minekobiii. Der hat mir mal auf meine Pinnwand ist es nicht, auf meine Kanalwand geschrieben. Habe ich gedacht, naja, dann schreibst mal an und machst den Vorschlag. Ja, ich habe es auch nicht bereut, das zu tun. Also, der liebe Minekobiii hat erst 183 Abonnenten, was ich nicht nachvollziehen kann. Weil Commentary ist gut, Ton und Bild ist auch gut. Also das Commentary ist wirklich sehr schön. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Qualität ist Full HD. Bei Skyrim zumindest. Ich habe jetzt gar nicht bei den anderen geguckt. Bei Minecraft auch. Hat er sonst noch Projekte? Nee, das waren glaube ich die zwei. Ja, das waren die zwei, die ich jetzt hier auf Anfang gefunden habe. Gleich am Anfang. Gut. Qualität, Full HD. Ich muss es nicht haben. Ihr kennt mich ja. Ich bin jetzt nicht so der HD-Freak. Mir ist HD einfach nicht so wichtig. Mir reicht auch meistens schon 480p. Also ich bin nicht so der HD-Freak. Wer es braucht, der braucht es halt. Was ich da noch sagen muss, weil ich schaue mir, wie gesagt, immer die Beschreibung an. Die Beschreibung finde ich von ihm sehr gut und sehr ausführlich. Also die kriegen, wie ich immer so schön sage, das gefällt mir, das kriegt einen Daumen hoch von mir. Die Beschreibung finde ich sehr gut und auch sehr ausführlich, kann man sich ruhig mal durchlesen, da findet man eigentlich allerlei Informationen zum Spiel. Finde ich gut, die Beschreibung, gefällt mir wirklich. Dann, was ich noch sagen muss, das ist mir nicht nur bei Skyrim aufgefallen, das ist mir auch bei Minecraft aufgefallen, verdammt viele Daumen runter, nur ich weiß überhaupt nicht warum, weil das Commentary stimmt, das ist gut, mir gefällt's und Ton und Bild ist auch gut. Da kommt für mich jetzt die Frage auf, hast du mit 183 Abonnenten schon echt so viele Hater, dass du so viele Daumen runter kriegst? Ich meine gut, jetzt kann auch ein Hater sein, der 8 Kanäle hat. Da traue ich den Hatern heutzutage auch noch zu, dass sie sich 10 Kanäle anlegen, nur um immer schön Daumen runter zu geben. Kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen. Weil Commentary ist gut und mit 183 Abonnenten schon so einen aktiven Hater. Ich habe über 400 Abonnenten und ich habe vielleicht mal bei Minecraft habe ich vielleicht mal einen Daumen runter, aber das ist für mich jetzt schon Standard geworden, dass Minecraft immer mindestens einen Daumen runter hat. Das ist entweder ein Hater oder ein Abonnent, wo ich mehr glaube, dass es ein Abonnent ist, der einfach nicht zufrieden damit ist, dass ich das Spiel Let's Playen. Oder sage ich mir, guck's dir einfach nicht an. Das denke ich, weil komischerweise hat immer nur Minecraft einen Daumen runter. Aber egal, hier soll es nicht um mich gehen. Ja, also lass dich bloß nicht von diesem Daumen runter lass dich bloß nicht von diesem Daumen runter unterkriegen. So, jetzt habe ich es. Aber ich glaube, das machst du sowieso nicht. Ich habe auch bei Skyrim mal einen Kommentar gelesen, sind alle nur neidisch. Stimmt auch. Also lass dich nicht davon unterkriegen. Das ist, Commentary ist gut, Ton ist gut, Bild ist gut. Die Videobeschreibung finde ich auch sehr gut. Also, bloß nicht unterkriegen lassen. Und, trotzdem habe ich immer noch einen Punkt zum Kritisieren. Ja, du kommst mir nicht so einfach davon. Ja, das läuft auf Minecraft hinaus. Musik bei Minecraft finde ich immer sehr gut, weil Minecraft doch teilweise sehr langweilig ist. Und da ist Hintergrund, also im Hintergrund Musik laufen ist da immer sehr schön. Aber bei dir finde ich die Musik ein bisschen zu laut. Also, dass du die Musik am Laufen hast, ist gut. Passt auch meiner Meinung nach auch ganz gut zu Minecraft, die Musik. Aber sie ist ein bisschen zu laut. Also, ein bisschen die Musik ein bisschen leiser drehen. Und dann ist es auch alles super. Macht Gronkh auch. Der Gronkh, der lässt ja auch wie du die Musik im Hintergrund laufen. Und der Gronkh sagt auch mal, oh, die Musik ist viel zu laut. Macht das leise. Wenn die Musik zu leise ist, macht das lauter. Das ist euer Vorteil, ich habe da einen Nachteil, weil ich die Musik im Nachhinein reinschneide. Hab aber dann auch wieder den Vorteil, dass ich mir die Fragen erspare, was läuft denn da gerade für ein Lied, weil ich die Titel oben einblende, was gerade läuft. Also hat alles Vor- und Nachteile. Allerdings achte ich schon drauf, dass die Musik nicht ganz so laut ist. Aber ich hatte das auch schon oft, dass die Musik viel zu laut war im Hintergrund. Aber so, wenn du Musik bei Minecraft hast, dann sollte sie nur so ein bisschen im Hintergrund laufen. So dezent im Hintergrund. Also nicht zu leise, dass man sie kaum noch versteht, aber so dezent im Hintergrund. Und nicht so laut. Also immer ein bisschen drauf achten, dass bei Minecraft die Musik nicht ganz so laut ist. Ja, das ist übrigens auch noch mein Vorteil. Ich kann da direkt reinhören, ob die Musik zu laut ist oder nicht. Manchmal nimmt man es beim Aufnehmen auch nicht so wirklich wahr. Aber wie gesagt, mal drauf achten. Ja, damit sind wir auch dann schon wieder mit Minekobiii. Sind wir dann auch schon wieder durch. Ich finde, ein guter, schöner Let's Player. Wer HD-Freak ist, ist bei ihm definitiv gut aufgehoben. Die Beschreibungen sind sehr gut und sehr ausführlich. Das Commentary stimmt, also ein sehr guter Let's Player, wie ich finde. Macht Skyrim, macht Minecraft und weitere Projekte habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, weil ich total amateurhaft das heute schon wieder mache. Aber schaut rein und überzeugt euch selbst. Ich kann ihn nur empfehlen. Gefällt mir auf jeden Fall, was ich da gesehen habe. Gut, dann kommen wir auch schon wieder zum letzten Let's Player-Kanal. Das ist die Double Alone LP, die auch, oder LP, wer es unbedingt in Deutsch haben will, die auch mit den SesronLP, ich hoffe immer noch, dass ich den Namen richtig ausspreche, viel und oft was macht. Genau, Double Alone LP, da muss ich vorab was sagen, sie benutzt zum Aufnehmen Camtasia. Ja, würde ich aber definitiv Fraps empfehlen, auch wenn du jetzt damit so unzufrieden bist, dass Fraps so riesen Dateien macht, aber du hast selbst in deinem Part gesagt, dass Camtasia immer sehr oft die Aufnahmen einfach frisst, hatte ich auch schon, und Fraps ist einfach besser zum Aufnehmen von Spielen, glaub mir, und wie du schon sagst, das Camtasia ist eigentlich überhaupt nicht gemacht, um Spiele aufzunehmen. Ich benutze Camtasia zum Aufnehmen auch nur, um sowas wie das jetzt da aufzunehmen. Oder allgemein mehr Desktop aufzunehmen. Aber für Spiele würde ich Camtasia überhaupt nicht empfehlen. Habe ich auch in der Special-Ausgabe von Ben stellt vor gesagt, dass ich Camtasia überhaupt nicht empfehle zum Aufnehmen. Und was ich ganz amüsant fand, sie hat nicht gewusst, wie man mit Fraps aufnimmt, wie man die Aufnahme startet. Das fand ich eigentlich ganz amüsant. Ich leg dir mal mein Tutorial, wie wird man ein Let's Player ans Herz, wie es auch schon bei SesronLP gemacht hat. Ich entschuldige mich aber für die schlechte Tonqualität, das war noch mit meinem alten Headset, also Bild- und Tonqualität finde ich da katastrophal eigentlich, aber ich möchte das jetzt auch nicht alles neu aufnehmen. Da erkläre ich auch unter anderem Fraps und Camtasia, wie ich mit Fraps aufnehme und wie ich mit Fraps und Audacity dann die ganzen Parts schneide, bearbeite und hast du nicht gesehen. Kannst du gerne mal reinschauen, da wird alles von mir eigentlich ganz detailliert erklärt. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, mich einfach anschreiben oder einfach einen Kommentar bei dem... Wie wird man Let's Player Tutorial posten? Oh, ich habe heute einen Frosch im Hals, das geht gar nicht. Einfach einen Kommentar bei Wie wird man Let's Player posten und deine Frage stellen. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Und ansonsten würde ich dir das ans Herz legen, weil Fraps ist, es ist einfach so, Fraps ist einfach das beste Programm, um Spiele aufzunehmen. Camtasia ist dafür ungeeignet. Und wenn du magst, kannst du dir das gerne mal angucken, das Wie wird man Let's Player Tutorial. Und wenn du Fragen hast, scheue dich nicht davor, mich zu fragen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, deine Frage zu beantworten. Ansonsten kann ich noch sagen, dass das Commentary, der Ton und das Bildchen, was ich immer sehe, sehr gut gefällt. Stimmt auf jeden Fall und gefällt mir auch gut. Kann ich nichts dran aufsetzen. Ich wollte gerade aussetzen. Nur halt die Sache mit Camtasia würde ich nicht empfehlen, mit Camtasia aufzunehmen, eher mit Fraps. Und wie gesagt, wenn du nicht damit klarkommst, einfach mal mein Tutorial angucken, wie wird man Let's Player. Da wird alles erklärt. Gut, dann ganz zum Schluss habe ich mir noch was aufgeschrieben. In-Game Sound zu leise bei Eternal Sonata. Sie hat ja im Moment nur zwei Projekte, das ist Zelda The Wind Waker und das Eternal Sonata. Habe ich mir allerdings jetzt nur Part 1 angeguckt von Eternal Sonata. Da war mir aber der In-Game Sound zu leise. Also In-Game Sound ein bisschen lauter machen und dann ist es eigentlich auch ganz gut so, wie es ist. Gut, dann könnt ihr bei Double Alone LP, den Namen kann man so schön schnell sagen, Double Alone LP, kann man dann, könnt ihr dann auch ganz gerne reingucken und sie euch mal angucken. Wenn sie euch gefällt, könnt ihr ein Abo dalassen. Kanäle sind, wie gesagt, immer am Ende des Videos und in der Videobeschreibung alle schön feinsäuberlich verlinkt. Gut, damit hätten wir alle Let's Player abgearbeitet. Dann kommen wir zu meinem kleinen Special-Vorschlag, die ich ab und zu mal drin habe. Der kleine Special-Vorschlag heißt GreenScreenDE. Die haben vor ein paar Tagen einen kleinen Aufruf gemacht in Sachen Pushen an die Abonnenten. Bin ich ja jetzt nicht so der Freund davon, aber ich unterstütze diese Sache mit denen, dass sie ihre Abonnenten auffordern, ihren Kanal einfach mal vorzustellen, zu pushen, weil sie eben halt, wie es oben schon steht, wir helfen Let's Playern, und weil ich ein sehr großer Verfechter davon bin, den kleinen Let's Playern immer zu helfen und auch andere Let's Player zu unterstützen, bin ich ein sehr großer Verfechter davon. Deshalb mache ich auch diese Ben stellt vor Runde, habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen, und mache ich auch immer ganz gerne diese Tutorials, weil ich halt den anderen Let's Playern, vor allen Dingen den kleinen Let's Playern immer helfen will, weil ich ganz genau weiß, wie schwer man es am Anfang hat, wenn man gerade mal anfängt. Deshalb unterstütze ich diese Sache von ihnen. Also sie machen Let's Player Vorstellungen. Sie haben ja die Let's Player Vorstellung von The Player News bekommen, der sie ja an greenstream.de abgegeben hat. Dann machen sie noch Let's Checks Out, dann haben sie auch noch bald vor, Let's Play News zu machen. Also wer jetzt nicht auf The Player News warten will, weil The Player News hat ja jetzt nun eine Weile schon nichts mehr gemacht, der kann gerne greenscreen.de abonnieren. Und ja, und wer sich von greenscreen.de mal vorstellen lassen will, auch einfach nur anschreiben, die stellen einen dann vor. Allerdings jetzt nicht so ausführlich wie ich, außer bei den Let's Checks Out, da machen sie es, glaube ich, ein bisschen ausführlicher, aber wie ich finde, immer noch nicht so ausführlich wie ich. Aber gut, ist meine eigene Meinung, könnt ihr auch alle eure eigene Meinung zu haben. Und, aber bei den Let's Play-Vorstellungen wollen sie nicht, dass diese Let's Play-Kanäle unbedingt mehr Abos kriegen. Sie wollen eher, dass die Let's Play-Kanäle bekannter werden. Wo ich zwar jetzt nicht so den Unterschied erkennen kann, weil wenn man viele Abos hat, wird man auch automatisch bekannter. Aber okay, wenn mir einer den Unterschied erklären kann, dann soll er es bitte mal in die Kommentare posten. Vielleicht habe ich auch einfach nur was falsch verstanden. Bin ja auch nur ein Mensch. Okay, dann könnt ihr euch greenscreen.de mal gerne angucken. Ist auch verlinkt alles. Mein kleiner Special-Vorschlag für heute. Ich unterstütze auf jeden Fall ihre Aktion, wo sie ihre Abonnenten einfach mal auffordern, ihren Kanal vorzustellen, weil sie halt auch anderen Let's Playern helfen. Unterstütze ich ihre Aktion. Und ja, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. 3 Let's Player habe ich euch wieder vorgestellt. Ich hoffe, den 3 Let's Playern konnte ich helfen. Also ich konnte ein gutes Feedback geben. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Mir ist es noch nicht mehr so wichtig, dass diese Let's Player durch meine Vorstellung viele Abonnenten kriegen. Mir ist es eher wichtiger, dass diese Let's Player durch meine Vorstellung, dass ich denen da irgendwo geholfen habe. Das ist mir eigentlich wichtiger, als dass sie Abonnenten kriegen. Obwohl ich mich auch immer ganz dolle freue, wenn ich sehe, dass ihre Abonnentenzahl gestiegen ist. Und ich freue mich dann auch ganz dolle, wenn, weil ich gucke ja auch immer mal ab und zu mal auf die Let's Player Kanäle, die ich so vorgestellt habe, ob sich da abonnententechnisch was getan hat. Und dann freue ich mich auch immer ganz dolle, wenn ich bei den Let's Playern, die ich vorgestellt habe, auch Leute finde, die mich auch abonniert haben, dann wisse ich wenigstens, dass ich wenigstens abotechnisch den Let's Playern ein bisschen geholfen habe. Aber im Vordergrund steht mir halt, dass ich den Let's Playern auch so helfe, mit meinen Tipps und meinen Ratschlägen und alles. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Okay, Leute, dann, falls ihr jetzt Let's Player seid und auch mal von mir vorgestellt werden möchtet, auch mal so eine Kanalanalyse haben wollt, dann nehmt euch einfach mal die Videobeschreibung zu Herzen, da habe ich alles erklärt, wie ihr hier reinkommt, und einfach schreiben, ich nehme euch auf jeden Fall rein, es kann nur ab und zu mal etwas dauern. Ich hatte auch vor kurzem von einem, der erst 13 war, eine Kanalvorstellung oder eine Kanalbeschreibung, hatte ich da mal drinne, der hat mich auch gefragt, ob es schlimm wäre, dass er 13 ist. Nein, es ist nicht schlimm, wenn ihr 13 seid. Ihr könnt von mir aus auch 80 sein. Es ist nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt findet, dass ihr total grottenschlecht seid. Das ist auch nicht schlimm. Dafür mache ich diese ganze Sache, um euch Tipps zu geben, um euch irgendwie zu helfen, dass ihr bessere Let's Plays auf die Reihe kriegt. Deshalb mache ich das und deshalb macht euch keine Gedanken, ob eure Let's Plays, euer Commentary jetzt scheiße ist oder total gut. Ich werde es euch schon sagen und ich werde euch auch Tipps geben. Also, ich werde euch nicht runtersauen. Es ist alles konstruktive Kritik, was ich euch hier geben werde. Und deshalb braucht ihr keine Angst vor mir zu haben. Ich werde euch nicht runtersauen oder so. Ist auch mir völlig egal, ob eure Let's Plays total gut sind oder total schlecht. Eigentlich ist es sogar gut, wenn sie total schlecht sind, weil dann kann ich euch am allerbesten helfen. Okay, Leute, dann war es das auch schon wieder für heute mit den Ben stellt vor Videos. Ich habe viel zu lange gequatscht, sehe ich gerade. Und deshalb mache ich es kurz. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ihr könnt gerne, dieses Video verbreiten. Bitte verbreiten, bitte an andere Let's Player weitertragen. Fragen, ob die Interesse haben. Ich stelle jeden Let's Player liebend gerne vor, nur er muss mir halt eine kleine Kanalbeschreibung schreiben oder sich bei mir melden, dass er mit dabei sein will. Wenn ihr jetzt nicht so einen Plan davon habt, wie ihr euren Kanal jetzt beschreiben sollt, dann meldet euch einfach, aber es hilft mir auch, wenn ihr euren Kanal beschreibt. Es hilft mir, euren Kanal besser zu analysieren, und falls euren Kanal irgendwas Besonderes macht, unbedingt schreiben. Das werde ich auf jeden Fall mit einbringen, wenn euren Kanal irgendwas Besonderes macht, wie es bei Markus LPG war, dass er bevorzugt nur Nintendo-Spiele spielt. Siehe letzte Vorstellung, die auch verlinkt sein wird. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich jetzt von euch, ehe das Video viel zu lang wird, und wir sehen uns, also an meine Abonnenten sei gesagt, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder, und an die anderen sage ich, ich hoffe, ich konnte euch helfen, und tschö, tschö.